Kapitel 9. Das degenerierte Pokémon. Wieder starten wir sie alle verwirrt an. Komm best mit zu meiner Höhle am Vulkan, da erkläre ich euch alles. Sie sah zu mir und Shinux. Und euch beiden kann ich da auch besser helfen. Etwa eine Stunde später saßen wir alle zusammen um eine kleine Lavapfütze. Das Evoli hatte einen Verband um mein Bein gewickelt und Shinux einige feuchte Blätter gegeben, um seine Verletzung zu kühlen. Also ich denke, es besteht jetzt einiges an Klärungsbedarf. Zuerst mal das Wichtigste. Sie ging in eine Ecke des Raumes, in der ein Haufen Laub lag, und nahm einen Edelstein heraus. Er sah genauso aus wie der, den wir gefunden hatten, nur irgendwie noch mächtiger. Das ist der Vulkanstein oder auch das rote Juwel. Und wie kommst du an diesen Stein? Und warum wussten wir nichts davon? Das hätte uns einiges erspart. Tut mir leid, aber es ging nicht anders. Mir hatte der Überlebende ja schon vor 2 Monaten im Traum vor eurer Ankunft berichtet. Ja, übrigens, außer Shinux weiß es noch keiner von euch. Ich werde euch als letzte Mitstreiterin helfen. Aber zurück zum Thema. Er hat mir aufgetragen, den Vulkanstein zu holen und durch einen Rubin zu ersetzen. Euch hatte er nichts davon gesagt. Groudon wusste nämlich dank der Determination schon, dass ihr den Stein holen wollten würdet. Und wenn ihr ihn auf einmal nicht gewollt hättet, dann wäre er misstrauisch geworden und hätte vielleicht die Wahrheit herausgefunden. Deswegen konnte ich euch nichts sagen, bevor Groudon verschwunden war. Tut mir leid, dass ich euch solche Probleme gemacht habe. Als ich so darüber nachdachte, erkannte ich den Zusammenhang zwischen all den Ereignissen. Und ich bemerkte eines erneut. Der Überlebende hatte alles, was auf dieser Reise vor sich ging, so weit im Voraus geplant und jedes Detail bedacht. Was Planung angeht, musste er wirklich so etwas wie ein Genie sein. Shinux sprach als erster aus, was wir alle dachten. Dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Du hast nur getan, was der Überlebende dir gesagt hat. Und wenn er diesen Plan nicht gehabt hätte, dann wäre unsere Reise jetzt gescheitert. Danke, dass ihr das so positiv seht. Also ich denke, es wird erstmal Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Ivy. Ich wohne inzwischen ungefähr seit 13 Jahren hier auf der Insel. Und die anderen Evoli-Formen auf der Insel, sind sie deine Familie? Also zum Beispiel das Nachtara und das Psyana? Ihre Antwort fiel, vor allem da Shinux offensichtlich sogar Evoli-Entwicklungen getroffen hatte, sehr überraschend aus. Auf dieser Insel lebt niemand außer mir, deswegen fühle ich mich oft auch sehr einsam. Shinux schien noch verwirrter zu sein als wir anderen. Warte, ich hab sie doch selber getroffen. Du hast mir auch sogar bei unserem ersten Treffen gesagt, dass sie mich zu dir geführt haben. Ich hab dich angelogen. Erinnerst du dich noch an den Lichtblitz, den du gesehen hast, direkt nachdem das Psyana durch die Büsche verschwunden ist? Das Ganze hängt mit meinem Problem zusammen. Was für ein Problem denn? Ich bin ein genetisch kaputtes Pokémon. Genetisch kaputt? Das hört sich verdammt schlimm an. Dafür siehst du aber ziemlich gesund aus. Es ist nicht, wonach es sich anhört. Ich habe früher mit meinem Rudel auf dem Waldkontinent gelebt, aber alle hatten dort immer Angst vor mir. Sagten vermutlich, ich wäre verflucht oder so etwas. Sie hatten Angst um sich selber und haben mich aus ihrem Territorium verbannt. Seitdem lebe ich hier. Das ist ja schrecklich, aber was genau ist dann das Problem? Oder möchtest du lieber nicht darüber sprechen? Selbst wenn ich es nicht wollen würde, müsste ich es wahrscheinlich. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es der Grund ist, warum ich überhaupt für diese Reise ausgewählt wurde. Sache ist nämlich die, seit meiner Geburt, ich kann mich entwickeln, wann und wo ich will, in jede Form, in die Evoli sich entwickeln können, und wieder zurück. Das größte Problem in meinem Stamm war, dass einige neidisch auf diese Fähigkeit waren. Außerdem gelang es mir nicht immer perfekt, es zu kontrollieren. Manchmal entwickle ich mich einfach so wie bei einer Reaktion. Das kann mir in manchen Situationen zwar helfen, zum Beispiel, auf einmal sprang sie mitten auf die Lava in unserer Mitte zu. Ich erschrak kurz, aber als sie sie berührte, leuchtete die Gegend auf und ein Flamara stand inmitten der Lava. Zum Beispiel in solchen Situationen. Das hat sich zum Beispiel gebraucht, als ich den roten Juwel geholt habe. Ich habe nämlich den linken Weg gewählt. Aber es hat vor allem früher auch oft geschadet. Wenn ich mich an einem heißen Tag einfach unfreiwillig entwickelt und somit einen Waldbrand ausgelöst habe zum Beispiel. Oder als ich Bären für die Vorratskammer anpflanzen sollte und nach einer Berührung das Feld voller Unkraut war. Sie stieg wieder aus der Pfütze und verwandelte sich zurück. Wir waren alle sehr fasziniert von ihrer Fähigkeit. Aber das ist doch etwas Gutes, das ist etwas Einzigartiges und vor allem eine sehr nützliche Fähigkeit.
Ivy sah die ganze Zeit während ihrer Schilderung ziemlich niedergeschlagen aus, aber ihr Ausdruck änderte sich von einem Moment auf den anderen. Sie entwickelte sich zu einem Nachtara, offensichtlich aus Reaktion. Etwas Gutes? Wie kannst du diesen Flur etwas Gutes nennen? Etwas Gutes nimmt einem nicht alles, was man hat und verbannt einen für 13 Jahre auf eine einsame Insel. Diese Fähigkeit ist ein verdammter Fluch. Hätte ich etwas dazu sagen können, hätte ich ihn nie haben wollen. Aber ich bin jetzt hier und muss mir anhören, dass es was Gutes ist. Shadunks wirkte sehr eingeschüchtert. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du es so schlimm findest. Ivy entwickelte sich wieder zurück in ihre normale Form. Sie wirkte wieder sehr traurig statt wütend. Nein, das muss dir nicht leid tun. Ich weiß ja selber, dass es gut sein kann. Und du konntest ja auch nicht wissen, dass ich so reagiere. Aber das ist ja gerade das Problem. Nicht einmal ich wusste das. Deswegen bin ich oft wirklich unzumutbar. Deswegen wusste ich am Anfang auch nicht wirklich, ob ich euch überhaupt begleiten sollte. Wahrscheinlich mache ich euch am Ende mehr Probleme, als euch zu helfen. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde versuchen, es mir mit euch nicht zu versauen, wie mit meinem Rudel. Wir wussten, dass es für uns alle das Beste war. Deswegen wechselt sich das Thema. Wo wir gerade bei der Reise sind, was müssen wir jetzt machen? Was bringt uns der Vulkanstein? Auf einmal wirkte Ivy schon wieder hochmotiviert. Kommt zum Strand, aber vorher noch eine Sache. Ich soll euch was vom Überlebenden ausrichten. Wir alle wussten bereits, was Ivy jetzt sagen würde. Diesen Kampf habt ihr gewonnen, aber der Krieg hat gerade erst angefangen. Eine Stunde später waren wir am Strand angekommen. Wir brauchten eine Weile, da vor allem Shinooks und ich nur langsam vorankamen. Aber es schien niemanden von den anderen zu stören. Ivy lief die ganze Zeit vorne weg und hüpfte und rannte ausgelassen im Kreis herum. Ich wollte auf dem Weg noch ein paar Worte mit Shinooks sprechen. Du, Shinooks? Er lief etwas langsamer und gesellte sich zu mir. Was gibt's? Sag mal, was denkst du eigentlich von Ivy? Von Ivy? Er blickte nach vorne, wo sie gerade weiter herumrannte. Was soll ich groß zu ihr sagen? Ich denke, auf jeden Fall wird unser Team um einiges lebhafter machen. Denkst du nicht, dass es vielleicht Probleme geben könnte? Das kann schon sein, aber macht nichts. Probleme sind dafür da, um sie zu lösen. Ich bin mir sicher, wir können ihr helfen und wir wissen ja auch Bescheid, was genau los ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wenn man ein Problem hat, ist es eigentlich immer am besten, darüber zu reden. Er verstummte kurz und sah mich an. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, als ob das Ganze auch ein Seitenhieb an mich sein sollte. Aber das konnte nicht sein, da schließlich nur Abra von meinem Problem wusste. Und selbst wenn er mein Versprechen brechen würde, hätte er noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, mit jemand anderem darüber zu reden. Nach ein paar Sekunden guckte er etwas enttäuscht und sprach weiter. Ich denke, sie wird uns eine große Hilfe sein und es wird ihr helfen, nicht mehr alleine zu sein. Ich ignorierte einfach, wie Shinooks mich angesehen hatte und führte das Gespräch normal fort. Ich verstehe, was du sagen willst. Und ich wollte jetzt auch nicht behaupten, dass ich negativ über sie denke. Aber ich bin wirklich sehr gespannt auf die weitere Reise mit ihr. Ich habe die Sorge, dass sie zu vorschnell agieren könnte. Außerdem ist es etwas komisch. Sie ist von uns allen die Älteste und trotzdem ist sie noch so aufgedreht wie ein kleines Kind. Aber auch nochmal was anderes. Shinooks, als du vorhin Groudon herausgefordert hast... Er sah sofort wieder beschämt auf den Boden. Ich weiß, es war dumm. Wäre der Überlebende nicht so klug gewesen, hätte mein Leichtsinn uns die ganze Mission gekostet. Und hätte Groudon mich nicht verschont, ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich möchte ehrlich mit dir bleiben. Ich verleumde nicht, dass du es schlecht geplant hattest. Aber da nichts Schlimmes passiert ist, eigentlich letzten Endes sogar etwas Positives, wollte ich gar nicht darauf hinaus. Du hast einfach aus der Eile herausgehandelt, weil du dir Sorgen um mich gemacht hast. Du hast dich in Lebensgefahr begeben, um mir zu helfen. Das war mit Abstand das Mutigste, was jemals jemand für mich getan hat. Shinooks wurde etwas rot. Ich lachte, als ich ihn so sah. Das klingt gar nicht nach dir selber. So schüchtern bist du sonst doch nicht. Wir beide begannen zu lachen. Als wir letztendlich am Strand angekommen waren, wartete Ivy schon begeistert auf uns. Na los, kommt schon, ich will endlich diesen ominösen Überlebenden treffen. Mach mal etwas ruhiger. Groudon wird uns nicht mehr erreichen, bevor wir hier weg sind. Also können wir es auch langsam angehen lassen. Du hast uns noch nicht mal erzählt, wie wir ihn erreichen können. Anstatt zu antworten, entwickelte sie sich zu einem Aquana und tauchte in die Tiefe des Meeres hinab. Wenige Minuten später tauchte sie wieder auf. Seid ihr bereit, das Meer zu überqueren? Ich wollte sie gerade hinterfragen, da außer ihr und Seemops keiner von uns schwimmen konnte. Aber ich konnte nicht einmal anfangen zu sprechen,
Da tauchte hinter ihr ein riesiges, walartiges Pokémon aus dem Meer auf. Es stellte sich uns vor. Hallo, ich bin Kyogre. Mir wurde aufgetragen, euch zum vergessenen Island zu bringen. Wenn ihr bereit seid, dann sagt es mir. Dann können wir dem Überlebenden das Signal geben. Wir waren alle bereit. Und wie lösen wir dieses Signal jetzt aus? Ganz einfach, ihr habt ja das rote Juwel, richtig? Ivy antwortete an meiner Stelle. Ja, der Plan hat perfekt geklappt. Kyogre lachte schadenfroh. Wie gern würde ich jetzt nur Groudons Gesicht sehen. Naja, egal. Haltet den Juwel für 30 Sekunden komplett unter Wasser. Nicht mal die Spitze darf herausgucken. Auch wenn er sonst auf dem Wasser schwimmt, drückt ihn so gut es geht nach unten. Ich gab Ivy den Edelstein. Sie tauchte mit ihm in die Tiefen des Meeres hinab. Einige Zeit geschah nichts. Doch auf einmal begann das gesamte Meer rot zu glühen. Eine riesige, rote Lichtsäule erhob sich vor uns aus dem Wasser. Sie war so hell und riesig, dass man sie wohl selbst im Schmuckstadt sehen konnte. Ivy tauchte auch wieder auf und entwickelte sich zurück. Und, sieht klasse aus, oder? Sie hatte recht. Auch wenn es blendete, war das Schauspiel vor unseren Augen wahrhaftig ein besonderes. Und was uns aber vor allem Kyogre dieses Panorama noch versüßte, war ein Gebrüll. Ein Brüllen, das man überall hören konnte. Ein Brüllen, das entsteht, wenn ein metergroßer Godzilla bemerkt, dass er von ein paar Kindern und einem Unbekannten übers Ohr gehauen wurde. Es dauerte nur etwa 30 Sekunden, bis sich noch etwas tat. Weit draußen auf dem Meer, beinahe im Zentrum der Welt, erschien ein blau leuchtender Lichtstrahl, identisch zu unserem roten. Kyogre klärt uns auf. Das ist das Zeichen, dieses Licht wird uns führen. Wir alle stiegen auf Kyogres Rücken. Es war auch mehr als genug Platz. Es kam mir so vor, als wäre dieses Pokémon größer als unser Schiff es war. Wo wir gerade beim Schiff sind. In der Ferne erspähten wir ein Wrack. Es sah stark nach unserem Schiff aus. Aber ehrlich gesagt war keiner wirklich traurig. Außer Seemops. Aber er trauerte nicht unserem Schiff hinterher, sondern seinen jahrzehntelten Karpador. Tut mir leid, falls du das jemals lesen solltest, Seemops, aber mir haben sie nicht leid getan. Macht es euch am besten bequem. Ein oder zwei Tage werden wir wohl brauchen. Ich hoffe, keiner von euch wird leicht seekrank. Die Zeit, die wir auf Kyogres Rücken verbrachten, waren wohl die entspanntesten unseres gesamten Abenteuers. Wir vertrieben uns die meiste Zeit mit Geschichten erzählen. Ich und Shinux über unsere Tage als Retterteam. Chillast über den Wald, Seemops über sein Dorf. Und Ivy schien es zu genießen, über Missgeschicke, die sie mit ihrer Fähigkeit schon hatte, zu reden. Es gab keine Probleme mit ihr. Auch Kyogre beteiligte sich gerne an unseren Diskussionen. So erfuhren wir zum Beispiel, dass auch ein Teil seiner Kraft in einem Juwel gebannt wurde. Dem Juwel, mit dem das Licht des Überlebenden erzeugt wurde. Kyogre dies jedoch freiwillig getan hatte. Außerdem erzählt er uns viele Geschichten über Groudon. Die beiden waren früher gezwungen gewesen, zusammenzuarbeiten, da sie sich mit ihren Fähigkeiten ergänzten. Somit hatte er viel zu erzählen. Nach allem, was Kyogre uns damals erzählte, sah ich Groudon in einem ganz anderen Licht. Und das nicht als Einzige in unserem Team. Ich bin mir sicher, dass Kyogre manchmal etwas übertrieben hatte, denn in seinen Ausführungen kam Groudon als die größte Witzfigur rüber. Trotzdem hatten wir alle unseren Spaß dabei, ihm zuzuhören. Nach etwa 1,5 Tagen kam dann der Moment, auf den wir alle gewartet hatten. Macht euch bereit zum Anlegen, davon ist das Island.